Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule, heute mit einem neuen Video. Es geht um die Frühlingsblumen. Ich bin im Murtal in der Obersteiermark und hier ist gerade die Erika in der vollen Blüte. Wenn ihr Blumen fotografiert, dann bitte nicht in der Aufsicht hier von oben, sondern ihr müsst einfach runter auf die Bodenperspektive, dann könnt ihr die besten Fotos machen. Ich werde hier einmal die Schärfe vorne legen, dann drehe ich die Schärfe nach hinten. So bekomme ich richtig einen spannenden Bildaufbau. Und das Vordergrund macht bildgesund, gilt natürlich auch für die Makrobilder. Und hier ist einfach wirklich wichtig, ganz nahe an das Motiv ran, das gibt den richtigen Pep bei den Makrobildern. Ich habe jetzt das 85mm Makroobjektiv draufgegeben mit einer Blende 2. Das heißt, ich kann die Blende sehr weit öffnen und bekomme dadurch einen super schönen, unscharfen Hintergrund. Was ist jetzt das Besondere an einem Makroobjektiv? Beim Makroobjektiv kannst du bis zum Maßstab 1:1 fotografieren. Das heißt, die Blume ist dann am Sensor genau gleich groß wie in der Natur. Hier ist es auch wichtig, ich suche mir im Vordergrund eine schöne Unschärfe, damit ich eine Tiefe bekomme. Das heißt, wenn ich vorne so schöne Blüten habe, die komplett in Unschärfe verschwinden, das gibt mir dann auf den späteren Bildern die Tiefe. Einfach hier auch mit einem einzelnen Fokuspunkt scharf stellen. Das heißt, ich suche mir hier einfach den entsprechenden Fokuspunkt, kann dann dorthin navigieren mit dem Joystick oder mit dem Touchdisplay und dann kannst du auch wirklich richtig super scharfe, tolle Makrofotos machen. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen Tipp und eine Bitte. Der Tipp, nehmt euch vielleicht einen Müllsack mit oder ein Stück einer Unterlagsmatte, denn wenn ihr den ganzen Tag am Boden herumkrabbelt, damit ihr euch nicht verkühlt, dass es angenehm bleibt. Und die Bitte ist, so wie hier, nicht die Blumen zertrampeln, nichts ausreißen, hinterlasst die Natur so, wie ihr sie vorgefunden habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.